Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Generations Ultimate. Ja, das letzte Mal haben wir den Daimo Hermit Tower und den Kutku erledigt und sind dann auf eine ganz ungefährliche Wald-Pilz-Eskursion gegangen, die dann darin geführt hat oder darin geendet hat, dass wir dem Glavinus begegnet sind. Und jetzt haben wir den auf jeden Fall im Wald gesehen. Aber zum Glück ist er jetzt gerade eben verschwunden und wir können uns erstmal um andere Sachen kümmern und das werden wir jetzt auch tun. Ich habe heute leider nicht wirklich viel Zeit, deswegen gibt es jetzt schnell hier eine Quest, aber grundlegend für euch kann es eigentlich egal sein, da es dann eh weitergeht. Aber Hauptsache, dass halt ständig Videos kommen. Schauen wir jetzt mal nach dem nächsten Biest, der Wüstengourmet. Wobei die Frage wäre, ja doch, in der letzten Quest waren wir eigentlich wieder im Grenzland. Dann können wir ja jetzt eigentlich das nächste Biest in der Wüste erledigen, den Wüstengourmet, den Nibelsnarf. Und ja, wie gesagt, den machen wir auf jeden Fall mal. Ja, nehmen wir an. Egal. Dann machen wir jetzt zuerst die Quest. Ich wollte nämlich noch ein bisschen mit Leuten reden. Aber egal, das können wir auch gleich noch machen. So, was essen wir denn? Das ist eine gute Frage. Wir haben immer noch keinen... Ja, da müssen wir immer noch auf Angriff essen. Wir brauchen auch dringend mal so ein paar Sachen, um unsere Zutaten zu verbessern. Deswegen wären die Brokatfische zum Beispiel, glaube ich, auch nicht verkehrt. Jetzt ist die große Frage, was nehmen wir denn? Betäubung, anormale Statusangriffe. Das hat, glaube ich, ja, das hat beim Daimo Hermit Tower eigentlich ziemlich gut geholfen. Also ich weiß nicht, ob er vielleicht auch anfällig gegenüber Para war. Das ist auch sehr gut möglich. Aber wir nehmen es einfach mal so. Ich glaube, das ist gerade wirklich die sinnvollste Sache. Wir haben auch den Spezialist aktiviert. Sehr, sehr schön. Wir könnten jetzt nur nachgucken. Ja, wir können mal ganz, ganz kurz nachgucken, was es denn mit den Daimo Hermit Tower Rüstungsteilen auf sich hat. Blocken und Gesundheit wäre jetzt so die Frage, was könnte man da nehmen. Da zum Beispiel könnte man sie jetzt machen. Da sehe ich auch, ja, aber wir haben da jetzt halt erst kürzlich Zetsu bekommen. Die Arme hätten 2 Slots, das wäre schon mal interessant. Und Verteidigung 2 im Vergleich zur Gesundheit. Wäre, wie gesagt, wäre interessant, aber bloß wegen den 2 Slots das halt zu nehmen, weil bald geht schon darum, die Slots auch zu füllen. Ansonsten, Blango haben wir ja auch schon. Okay, den können wir aber schon noch eine Weile nicht machen. Der Waffenrock sieht furchtbar aus, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wäre ziemlich gut, die 10 Verteidigung mehr zu haben. Block plus 4 bringt jetzt nicht so viel. Aber 10 Verteidigung mehr. Ich meine, für den Nibelsnarf wird es jetzt nichts ausmachen. Aber so in Zukunft. Oh, 3 Slots im Vergleich zu einem. Ja, also wie gesagt, meine Slots ist es schon ziemlich cool. Und ansonsten noch Kopf. Könnte man sich überlegen. Ja, gut, Zetsu Cabra Helm. Der Metaun Helm ist leider auch nicht arg viel besser. Sieht halt so ein bisschen footballmäßig aus. Das ganze Set. Bringt da aber leider nicht so viel. Auch wenn, ja, meine Bulldrom-Kappe hat jetzt plus 6, weil es die Kappe ist. Aber, naja, egal. Lassen wir das vorerst mal. Ich denke, das passt auch so. Auch der fallende Nibelsnarf halt. Sollte so gehen. Auch wenn er ein bisschen fieser sein kann. Das können wir wegpacken. Rohes Fleisch kann weg. Ah ja, genau. Wir haben zum letzten Mal ja noch die NT-Cars gefarmt. Richtig. Da können wir ja bloß leider damit noch nichts machen. Weil uns da noch das, das Bealiterz fehlt. Das bekommen wir aber auch schnell genug. So, wir nehmen uns mal Honig mit, warum auch immer. Und Schallbomben haben wir? Nee, haben wir nicht. Bekommen wir aber bestimmt gestellt. Wir können doch mal versuchen, ihn zu fangen. Haben wir da Schockfallen und Fallgruben schon? Nee. Wir haben noch überhaupt nichts dafür. Ja, aber ich denke, Nibelsnarf wird jetzt auch nicht so wichtig sein. Vielleicht für eine Wasserwaffe? Das gibt er ganz gerne mal, aber schau mal. Gehen wir auf jeden Fall mal los. Wie gesagt, ich habe heute auch nicht so viel Zeit, deswegen legen wir los. Ich war mit meinem Fassbuggy an den Dünen und dachte an nichts Böses. Und dann, rawr, im hohen Bogen heben wir ab. Bruchlandung, dabei soll Fasshandel doch so sicher sein. Tja, nicht wenn man hier durch die Wüste schippert. Das ist das große Problem. Ah, guck mal, das sind auch große Fassbomben, sehr schön. An alles gedacht, liebes Spiel, an alles gedacht. Wunderbar. Dann sollten wir doch da eigentlich einen guten Kampf haben, denke ich mal. Mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Wird auf jeden Fall ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch eine nötige Quest ist, aber ich will ja doch eigentlich alle Monster mal sehen bzw. zeigen. Das ist ja so das, was ich vorhab. Und deswegen erledigen wir natürlich auch den nochmal schnell.
Der sollte, denke ich, in Gebiet 7 kommen. Ist ja ein Biest, das gerne in den großen Wüstengebieten unterwegs ist. Wir nehmen schnell ein Kaltgetränk. Bereiten da vielleicht mal gleich die simple Fassbombe vor. Na, mal sehen. Mal sehen. Erstmal bleiben wir mal bei den Tränken. Weil wir verprügeln erstmal, glaube ich, ein bisschen normal. Aber jetzt erstmal Cutscene. Der Nibelsnarf. Oh ja, da hat man jetzt in der Cutscene natürlich noch nicht ganz gesehen, was er so alles drauf hat. Aber das ist schon ziemlich fies. So, ich habe jetzt auch mal meinen... Da sieht man ihn schon. Er tarnt sich wie die anderen Sandhaufen hier überall. Aber man kennt es daran, dass er eben atmen muss. Der einzige Sandhaufen, der atmet. Und wir begrüßen jetzt mal erstmal damit. Das hat nicht so viel gebracht. Ja, aber da kommt er dann nach oben. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hätte mich jetzt auch blöd erwischen können, das Biest. Aber auch hier, denke ich, werden wir viel mit Y arbeiten müssen. Ja, zum Beispiel gerade da. Ich dachte nicht, dass er das sofort macht. Ich dachte nicht, dass er das direkt nochmal macht. Okay. So, wir haben schon mal rote Fiolen. Das ist schon mal gut. Da hinten bist du. Aber wie gesagt, ich glaube mal, es wird sehr wichtig, hier auch ab und zu mit dem Konter zu arbeiten. Mal sehen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Okay, was tust du? Ist egal. Ich hau hier einfach drauf. Ja, das passt sowieso. Oh Gott, er dreht sich gleich. Egal. Das gibt schon mal... Ja, so viel zu egal. Ich dachte nicht, dass er sich so weit dreht. Meine Güte. Ich meine, wir haben den Wagemut. Den haben wir voll, aber jetzt gleich mit Wasser angesabbert worden sein und auch noch gut Schaden kassiert. Ja, nicht so das, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe jetzt leider auch gerade nicht geguckt, welche... Oh, in die Richtung, okay. Wieso auch immer er da entlang gegangen ist. Das ist halt das Problem an Wasser. Okay, Wasser ist vorbei. Sehr gut, jetzt sollte er uns bloß mal kurz in Ruhe lassen. Was er scheinbar auch tut. Ja, ja, weil Nibelsnarf, ich finde ihn schwierig an manchen Stellen. Weil er ja doch sehr zügig angreifen kann manchmal. Nibelsnarf Vorderbeine verletzt. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft, oder? Keine Ahnung. Die Vorderbeine von ihm. Na, großartig. Und da ist er dann gepanzert. Was zur Hölle? Okay, wunderschön. Das war genau das, wo ich den Wagemut-Stil auch ziemlich gut finde bei ihm. Gerade wegen solchen Angriffen, da hätte ich auch einfach Y drücken sollen. Hätte ich aber nicht gedacht, dass er da mich so schön trifft. So, wir sollen seine Vorderbeine verletzen. Aber ja, ich sehe jetzt nur nicht so wirklich, dass das funktionieren wird. Oh, meine Güte. Und es ist halt krass, dass wir wirklich mit Gelb nicht mehr durchkommen. Also zumindest durch viele Bereiche von seinem Rücken eben, vor allem. Das kann ein bisschen komplizierter werden als gedacht. Ja, okay, ich habe SP, aber beinahe keinen Wagemut-Stil mehr. Das ist so ein Monster, bei dem es schwierig ist, den Wagemut aufrechtzuerhalten. Oder zumindest den richtig zu nutzen. Okay, macht er das Drehen? Ja, er macht das Drehen. Was? Ah, nein, gerade jetzt ist mein Wagemut weg. Ah, ärgerlich. Das hätte ich gerade noch schön nutzen können. So, was treibst du jetzt? Er verbuddelt sich wieder. Mal sehen, wo kommst du raus? Dort. Ja, dort hinten. Dann kann ich mal... Oh, nö. Dreht er sich? Ja, er dreht sich. Ah, ich hab's gerade gedrückt. Ich hab's nicht gesehen. Das wäre halt blöd gewesen, da jetzt die Waffe wegzupacken, wenn er sich nicht gedreht hätte. Ah, meine Güte. Gibt's doch nicht. Und ich glaube, wir haben auch definitiv nicht die beste Wasserabwehr. Das ist so das nächste Problem. Ich glaube, wir müssen da mal zu härteren Mitteln greifen. Okay, er ist gerade eben weg. Das ist natürlich die Frage, weil wir haben ihm ja bisher eigentlich gar keinen Schaden gemacht. Das ist so ein bisschen doof. Okay, sehr schön. Da hat er die Bombe gefuttert. Da geht er dann auch hoch und jetzt können wir ihn rausangeln. Sehr, sehr wichtig, dass das jetzt auch schnell geht. Weil ansonsten macht er uns platt. Okay, sehr schön. Und jetzt müssen wir halt draufhauen. Das Problem ist halt eben... So. Und weiter drauf. Einfach auch mal die Fiolen hier raushauen.
Das ist gerade mal sehr, sehr wichtig. Ja, okay. Wir haben ein bisschen was an Wagemut bekommen. Er hat auf jeden Fall ein bisschen Schaden bekommen. Wie gesagt, das war mal sehr, sehr wichtig, das zu machen. Auch wenn wir da jetzt halt einfach eine Fassbombe, nein, nicht verschwendet haben, aber halt eben benutzt haben und bloß noch eine dafür haben, aber ich denke, das passt schon. Was macht er da gerade eben? Okay, er haut doch ab. Jetzt die Frage, in 1 oder in 3? Ist eigentlich egal, wenn ich hier entlang gehe, dann sollte ich ihn immer wieder finden. Deswegen, ja, es ist eigentlich egal, in welche Richtung er geht. Aber ja, ich muss sagen, der Nibelsnarf gerade eben nicht sehr angenehm. Es ist auf jeden Fall ein fieses Biest, also ich finde ihn immer ein bisschen knifflig. Klar, wenn man zu viert ist, kann man immer wieder schön rausholen, gerade auch wenn man ein paar Fassbomben dabei hat. Aber so alleine finde ich ihn immer ein bisschen ätzend. Und gerade jetzt halt auch, weil wir kaum grüne Schärfe haben, ist das Ganze noch ein bisschen kniffliger. Auf der anderen Seite, aber mit grüner Schärfe kommt halt auch immer viel Schaden. Und das würde dann halt gleich wieder bedeuten, dass wir ihn komplett zerlegen würden mit dem Mehrschaden. Weil so viel, würde ich jetzt sagen, hält er auch nicht. Oder ja, so viel wird er dann wahrscheinlich auch nicht aushalten. Mal sehen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir hier eine 20-Minuten-Quest machen. Es sind 3. Gut, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er jetzt schon schlafen geht. Das wäre krass. Aber da ist er. Da ist er zumindest. Oh, doch, nice. Ich wollte gerade sagen, ah, wäre schön gewesen. Aber das sah bloß nicht wirklich so aus. So, wir reiten den Nibelsnarf. Sieht man, glaube ich, auch selten genug. So, schnell da mal ins Gesicht. Genau, wunderschön. Voll ins Gehirn. Das arme Biest. So, wunderbar. Jetzt müssen wir hier bloß schnell das hier aufladen. Das sollte reichen. Ja, das reicht. Wunderschön. Sehr, 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 sehr schön. So, da schön drauf. Klar, Waffenstärke ist gesunken, aber egal. Einfach weiter draufhauen. Ah. Okay, wow. Ich weiß gerade nicht, was da passiert ist, aber wir können ihn rausangeln. Das wird aber nicht lange halten. Das heißt, ich glaube, ich bin jetzt schon ein bisschen zu spät dran, oder? Mal sehen. Ah, es reicht gerade so. Huh. Okay. Und jetzt einfach trotzdem weiter draufhauen. Einfach weiter drauf. Vielleicht bekommen wir auch die Lähmung ab. Das wäre auch super. Ich hau immer so ein bisschen auf seinen Kopf und auf seine Vorderbeine. Weil Vorderbeine brauchen wir ja für die Nebenquests und Kopf tut einfach weh. Ja, ich denke, wir haben gerade ihm gut Schaden gemacht. Ich weiß halt eben nicht, wie stark er gegenüber Lähmung ist. Das, wie gesagt, da habe ich jetzt leider keine Ahnung. Aber zumindest, auch wenn wir den Spezialist haben, ist er bisher noch nicht gelähmt worden. Das ist noch kein... Oh, ich dachte, er wäre weg. Wow, das war gemein. Ich dachte, er würde abhauen. Gut, dass wir da nicht betäubt sind. Okay, gut, dass er auch keine weiteren Maßnahmen ergreift. Aber wie gesagt, da dachte ich, dass er jetzt wirklich ins nächste Gebiet abhaut. Da wollte ich jetzt gerade eben schon... Wollte ich jetzt gerade eben schon alles beenden, sag ich mal. Oder ja, halt auch mich vorbereiten für den nächsten Kampf. Au! Ich farbball ihn am besten, glaube ich, auch mal. Bevor er uns wieder irgendwo abhaut. Weil gut, gerade eben konnte man halt noch ziemlich gut verfolgen. Das war klar, dass er in dieses Gebiet geht. Ah, das sind halt solche Sachen. Da hätte ich Y drücken können, aber ich hatte halt gerade keine Möglichkeit. Da ich eben da gerade gehauen habe. Immer ein bisschen knifflig. So, Nadu. Ah, der hat da gerade auch keine große Lust mehr. Aber ich komme halt auch nirgendwo durch. Ein großes Problem gerade. Oder allgemein großes Problem bei dem Biest. Also wir brauchen ganz dringend Grün. Aber ich weiß noch, dass es damals, also auch bei Jen allgemein ein Problem war. Okay. Du bist in Gebiet 1. Gut. Da finden wir dich auf jeden Fall schnell wieder. Ist das ein Shiny von den Mellings oder eine Shiny von den... Ja, es war das Shiny von dem Nibelsnarf. Na also. Sehr schön. Jetzt natürlich bloß die Frage, bekommen wir ihn da so gut? Ich schärfe auf jeden Fall nochmal nach. Das wird wichtig sein und dann hole ich gleich die Fassbombe raus. Na, auch wenn wir... Das halt ist halt das Blöde. Unser Wagemut ist wieder vorbei. Wenn wir jetzt gerade den Wagemut... Wobei, ich glaube, ich lade meinen Wagemut auf und dann. Aber dann habe ich wahrscheinlich halt keine grüne Schärfe mehr. Also, ist nicht sehr einfach zu wissen, wie man jetzt genau vorgeht. Irgendwie ist alles immer verkehrt.
Ich glaube, Wagemut jetzt aufladen wird wichtiger sein. Okay, du hast mich gesehen auf jeden Fall. Mal schauen. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne den Wagemut aufladen, wenn du den Schnall stehen bleibst. Da komme ich eh nicht hinterher. Mann, blödes Biest. Jetzt bleib doch mal stehen. Na, ah, und schon wieder hätte ich einfach Y drücken sollen. Ich hasse das. So, was nu? Ey, das hat doch mal gut Schaden gemacht. Oder uns auch gut Fiolen gegeben wenigstens. So, schwupp. Ja. Dann kommen wir hier. Nein, nein. Schon wieder. Na, Mann. Das mag ich halt nicht an ihm, dass er so eine große Reichweite hat. Sehr viele von seinen Angriffen treffen halt gerade so. Da müsste ich gerade noch ein bisschen damit klarkommen, dass ich halt die den Konter benutze, statt versuche wegzurollen. Weil es bringt halt meistens wirklich nicht so viel. Leider. Da nochmal drauf. Jetzt könnte ich den Konter benutzen, aber er war eh dort oben. Okay. Und gleich nochmal, lass mich in Ruhe, Krebs. Au. Wobei, eigentlich kann der Krebs mir ja auch helfen. Geht ja genauso. Ja. Wieso kommt er denn da wieder? Nö, nö, nö. Ja, ich wusste, dass das passiert. Okay. Gerade eben läuft es nicht so gut gegen ihn. Vor allem, ich will dann halt immer auch, ja, ich will dann eigentlich auch immer kontern, aber ich bin eigentlich auch immer zu spät dran. Das heißt, ich habe da auch einfach das Timing gerade eben nicht. Das ist gerade eh blöd, weil jetzt habe ich eh kein Timing. Weil ich gerade gar nicht angreifen kann. Okay. Na, natürlich ist genau jetzt die Waffenstärke gesunken. Jetzt nochmal nachschärfen und dann... Das braucht aber schon eine Weile. Ja, und vor allem lässt er mich nicht, oder? Ah, doch, er hat mich gerade so gelassen. Jetzt hoffen wir, dass er da gleich wieder anspringt. Nice. Ah, Gott. Das hat ein bisschen weh. Oh, nö, 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 nö. Ich bin nicht tot? Nee. Doch, bin ich. Ja, klar, natürlich, genau jetzt, wo ich... Ah, das gibt es nicht. Ah, dass er mich genau da nochmal erwischt hat. Was ist denn los? Ja, toll. Jetzt habe ich halt das komplette Rausangel gerade nicht benutzen können. Ihm hat zwar die Fassbombe Schaden gemacht, aber wow. Da lief ja gar nichts. Da wollte ich zu viel. Ja, wobei, was heißt, ich wollte zu viel? Es ist halt, ich brauche grüne Schärfe, um ihn anzugreifen. Ah, Mann. Das hätte nicht sein dürfen. Ja, und jetzt habe ich auch kein Kaltgetränk mehr. Ah, es läuft großartig. Das läuft ja richtig gut, diese Jagd. Ich weiß schon, weswegen ich den Nibelsnarf als, ja, schwierigen Feind erachte. Ich, wie gesagt, ich mag ihn nicht wirklich. Ich finde ihn immer ein bisschen schwierig, mit ihm umzugehen. Tumpeln tut er auch noch nicht. Oh Gott. Vielleicht hätten wir doch zuerst Bealiterz farben sollen. Damit wir, weil ich dachte eigentlich so 100 Schaden, oder ja, wie viel haben wir jetzt? 80 Schaden wäre vollkommen in Ordnung. Hat ja bei den anderen eigentlich auch ganz gut gereicht, aber ja, ihn erwischt man halt schwierig. Ich glaube, deswegen ist das ein bisschen kniffliger. Jetzt ist natürlich auch noch die Zeit gegen uns. Ja. Ich müsste halt sehr viel mehr mit dem Konter arbeiten, aber ich wollte halt auch gerade die Items da ausbreiten. Das war so mein größter Fehler. Ich weiß nie so genau, was er vorhat. Also, wie gesagt, das ist, ich finde, es ist ein schweres Biest. Was? Ich hab doch gedrückt. Okay, immerhin das ging nicht durch. Nein, ja, okay, von mir aus. War definitiv nicht das, was ich machen wollte, aber egal. Was? Ich hab geblockt. Das war merkwürdig. Geht das nicht, wenn der Angriff von unter ihm kommt? Oder von unter einem? Das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du vielleicht bitte mal betäubt sein? Oder gelähmt halt eben. Das wäre auch super wichtig gerade. Haut er ab oder was macht er? Ja, kann man Angriffe von unter einem nicht blocken, oder? Ich weiß gerade nicht ganz, was das war. Okay, da greift er drüben an. Ich könnte auch die Schallbomben benutzen, aber die sind meistens nicht... Die sind halt nicht so effektiv wie die Bomben. Ja, okay.
Ja, bei ihm ist halt einfach alles. Ja gut, jetzt ist eh blöd. So weit gehst du nicht, nee. So weit nicht, aber... Du machst mir jetzt wieder Probleme. Ja, na... Und wieso hat das jetzt nicht... Hä? Muss der Angriff zu meiner Waffe gehen, oder wie? Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher. Ich erwische ihn zu selten, das ist halt das. Die anderen Biester kann ich immer umbürsten, ja. Das war blöd. Aber ihn halt nicht. Jetzt schon wieder der halbe Wagemut weg, bis ich da irgendwas erreicht habe. Und angreifen kann ich ihn eben nur nicht sauber. Da schon wieder? Ist das wirklich so, dass... Also muss ich hingucken? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Also er kann mich nicht von hinten treffen, aber das ist dann halt... Ja, dann sind halt solche Bodenangriffe auch... auch blöd. Die kann ich dann auch nicht abwehren. Gut, wusste ich nicht. Oder hatte ich jetzt so nicht mehr im Kopf, sagen wir es so. Was auch immer das gerade eben war. Wenigstens ein bisschen Schaden, aber halt nicht wirklich viel. Das heißt, Wagemut bringt bei ihm... Gut, okay, bei den direkten Angriffen was, aber... So bei vielen anderen Angriffen eben auch nichts. Kannst du jetzt mal... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was du kannst, aber... Irgendwie auch die Lähmung abbekommen oder sowas. Oder einfach mal Schwäche zeigen, weil das ist gerade eben doch sehr heftig. Ich dachte jetzt nicht, dass das Biest wirklich so viel aushält. Wie gesagt, ich dachte, wir machen ganz gut Schaden, aber scheinbar sieht das der Nibels nach ein bisschen anders. Yes, okay, wenigstens seine Ohren gebrochen. Das ist ja schon mal ganz schön. Na, dann nochmal drauf, als ich... Ah, okay, er humpelt. Na also. Puh. Ich hatte gerade echt schon ein bisschen Panik. Also von dem her, wir sind nicht so schlecht. Ja, wir sind einmal gestorben, aber da konnte ich gerade eben auch... Oder da habe ich Blödsinn gemacht. So muss ich es wirklich sagen. Das war definitiv nicht meine beste Performance. Wie gesagt, ich finde auch, der Nibelsnuff ist schwierig. Ist definitiv eines meiner Monster, das ich am wenigsten gut kann. Jetzt gerade halt auch mit Wagemut. Weiß ich nur nicht so ganz, wie ich mit ihm umgehen soll. Gerade halt auch eben, ja, man muss halt wirklich hingucken. Damit es passt oder damit er einen angreifen kann, weil ich, zumindest müsste es so sein, ne? Es ist halt nicht so wie der Konter, das so, oder das ist dann das Problem beim Wagemut, dass nicht so wie der Konter ist, dass du halt ständig ausweichen kannst, sondern du musst wirklich schon in die richtige Richtung stehen. Wie sagst du, glaube ich das zumindest, dass der Angriff zu deiner Waffe kommen muss? Keine Ahnung. So. Und da würde ich mal sagen, gibt es einen schönen Angriff ins Gesicht. Man hat jetzt zwar nicht so viel gemacht, aber naja. Wir haben nochmal grüne Schärfe. Ich glaube, das hat mich am meisten so ein bisschen fertig gemacht. Die fehlende grüne Schärfe. Da hätte ich vielleicht doch eine andere Waffe nehmen sollen. Keine Ahnung. Na, großartig. So gut wie tot. Oh, ja. Oh Gott, wie hat das denn bitte nicht getroffen? Jetzt bleib doch mal stehen, meine Güte. Du blödes Biest, du. Nö, nicht mit mir. Nachtanken. Nochmal Schaden bekommen. Oh, jetzt, ja, komm, weiß, jetzt macht er aber auch die ganze Zeit bloß nur seine Angriffe aus der Erde raus. Und ja, die kann, ja, tot. Oder? Nee, okay. Ich dachte, da kommt er gleich wieder raus. Das ist halt so das Problem. Sollte ich ihn dann jetzt aber halt mit Schallbomben rausholen? Ich meine, solange ich noch grüne Schärfe habe, geht das. Ja, gut, okay. Ja, da dachte ich, gibt es jetzt wieder den seitlichen. Leider aber nicht. Da, na also, geht doch. Na ja, komm ran. Schade. Das macht nämlich, denke ich, auch gut Schaden. Wenn wir da erwischen. Da, schönes Gesicht. Da nochmal und jetzt einfach drauf. Machen wir voll platt, während er hier gerade so an der Oberfläche ist. Das sollte eigentlich funktionieren, oder? Hallo?
Wir machen doch gut Schaden. Was zur Hölle? Ey, Nebenquest. Krass. Ist er gelähmt? Nee, er liegt da aber bloß. Achso, wegen den Beinen wahrscheinlich. Und ich komme eben wieder nicht durch. Ah, oh, wow. Und er ist immer noch nicht tot. Was zur Hölle? Was ist los mit dem Biest? Ich verstehe es halt gerade wirklich nicht. Ist meine Waffe auch noch aufgeladen? Das Ding will einfach nicht. Ah, oh, aua. Ja. Ah, oh, meine Güte. Ich dachte jetzt echt, dass wir ihn damit bekommen. Gut, okay, wir haben halt das... Wir haben die Nebenquest, aber... Ich hatte gehofft, dass wir damit mehr bekommen als nur die Nebenquest gerade. Ich könnte auch mal blocken. Das wäre genauso effektiv. Kann man Angriffe unter einem blocken? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein, zwei Angriffe aushält, aber... Hm. Ah, Mist. Ja, soviel zu den ein, zwei Angriffen. Hat nicht so funktioniert. Oh Gott. Ah, schade. Es wäre zu schön gewesen, wenn das der Mount-Angriff gewesen wäre. Dann hätten wir da gut erledigen können. Gott. Ja, ich weiß, dass du humpelst, aber du sollst auch sterben, nicht bloß humpeln. So viel zu, es wird keine 20-Minuten-Quest, ne? Unglaublich. Also das finde ich gerade echt ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Das ist entweder wieder in 1 oder in 7. Toll. Wow, also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Sind wir doch so schwach, oder? Ist eher so stark. Ja, toll. Und wir haben keine... Wir haben gerade im einen Trank einen Megatrank verschwendet. Jetzt haben wir nämlich plus 8. Das war genauso blöd. Weil wir keine 100% haben. Da müssen wir dringend mal so ein Kombibuch mitnehmen. Ah, je. Okay, also vielleicht beim nächsten Mal dann wirklich mal schnell das Bealit farben für die bessere Waffe, weil die Lähmung bringt jetzt halt auch nicht so viel. Das ist halt das nächste Problem. Gut, ich sag mal, viel hätte sich wirklich geregelt, wenn ich nicht draufgegangen wäre bei der Fassbombe. Dann hätte ich da grüne Schärfe gehabt und hätte den Wagemutstil gehabt. Dann hätten wir da auf jeden Fall gut angreifen können. Aber so hat es jetzt halt weniger funktioniert. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Wann funktioniert das? Keine Ahnung. Also, muss er da unter der Erde sein oder wo? Jetzt wabbelt er wieder weg. Na komm schon, bleib doch stehen. Ich fasse es nicht, was hier passiert. Das ist die Frage, kommt er nochmal oder geht er wieder? Das ist die Frage, 7 oder wieder schlafen? Wahrscheinlich wieder schlafen, oder? Das kann jetzt halt die ganze Zeit so hin und her gehen. Ja, ist schlafen gegangen. Oh, Mann. Na dann, gehen wir wieder rüber. Ich hätte vielleicht, ja, es wäre doch besser gewesen, Fallgruben mitzunehmen. Oder halt eben auch Schockfallen. Dann hätten wir ihn jetzt schon gehabt. Das ist halt auch der Vorteil daran. Man muss doch nicht die letzten Leben noch runterhauen von so einem Monster. Dann wäre er jetzt schon erledigt gewesen. Na, egal. Vielleicht habe ich das Ganze auch gerade eben einfach ein bisschen zu hektisch angegangen. Das ist das. Gerade wenn man eben nicht so viel Zeit hat von der Aufnahme, dann spielt man auch immer anders. Und dann ist auch immer so ein anderes Gefühl. Deswegen tut mir leid, dass es jetzt gerade eben so läuft. Das ist definitiv keine super gute Jagd. Ja, das nächste Mal wird es dann hoffentlich wieder besser. So, wir haben volle Fiolen. Was zur Hölle? Ich will jetzt eigentlich auch nicht nochmal reiten. Wir haben halt eben keinen Wagemutstil, leider. Aber wir können ihm schön ins Gesicht hauen. Er war auch bisher noch nicht betäubt. Gut, okay, wir haben ihn auch selten im Gesicht getroffen. Das ist ja das. Du musst doch jetzt mal sterben. Oder nicht? Mach mal so wenig Schaden, oder? Ich verstehe es halt gerade echt nicht. Wo ist das Problem gerade? Heilt er sich immer wieder genügend, dass er... von dem Schaden, den wir ihm zufügen, oder was ist es? Es kann doch nicht sein, dass er noch so viel aushält. Ach, ich hau einfach sonst irgendwo hin. Na, großartig. Aber beginnt jetzt wieder die 3-4... Oder diese 3-4-malige Angriffe? Nee. Er kommt aber so raus. Dann können wir nochmal schön angreifen. Oh, schon wieder Waffenstärke gesunken. Na, komm schon. Ich hoffe halt bei jedem Angriff auf den letzten, aber nö. Ah, jetzt habe ich wieder keine Fiolen. Nee, ich gehe hier gleich nochmal drauf, wenn ich das so weitermache.
Also, ganz komisch. Klar, wie gesagt, ich stelle mich jetzt gerade auch nicht super an, aber... Überraschend, finde ich. Definitiv überraschend. Weil ich kenne ihn als, wie gesagt, als ekligen Gegner, aber nicht als, als so tanky. Jetzt bin ich eh so gut wie tot, oder? Muss jetzt halt sehr aufpassen. Ich komme jetzt aber halt auch nirgendwo mehr durch. An ein paar Teilen von seinem Rücken. Müsste es halt auch schon wieder nachschärfen. Wo? Da drüben? Da drüben? Okay. Ja, Sandatem. Ja, los, Katze. Bring die Heilung. Ja, immerhin. Immerhin die kleine Heilung. Das war verdammt knapp. Aber immer noch nicht tot. Immer noch nicht tot. Okay, ich dachte gerade, wir hätten ihn nochmal geritten. Na, also. Gott. Was ein Biest, ne? Sehr, sehr heftig. Okay. Ab dem nächsten Mal nehme ich definitiv oder bereite ich mal alles vor für Fallen. Weil das kann es ja jetzt wirklich nicht sein. Das hat echt nochmal, ja, mindestens nochmal 5 Minuten gebraucht. Gerade eben, ihn zu erledigen, während er geschlafen hat. Das hatte ich ja jetzt auch noch nie. Vielleicht ist... vielleicht bin ich zu lang... Ich denke, ich bin zu langsam mit meiner... mit der Energieklinge. Also, es gibt sicherlich Leute, die können den super easy erledigen mit der Energieklinge. Ganz klar. Ich sag jetzt nur, dass ich wahrscheinlich zu langsam bin gerade mit der Energieklinge. Da müsste ich also noch mehr trainieren. Es ist jetzt keine Sache wegen der Waffe an sich, sondern einfach bloß wegen meiner Vorlieben. Und deswegen geht das, glaube ich, gerade eben, oder ging das, glaube ich, gerade nicht so gut. Keine Ahnung, müssten wir mal beobachten. Vielleicht, also ich glaube immer noch, dass wenn ich das mit der Bombe getroffen hätte, wäre das sehr viel besser gelaufen. Da hätten wir nochmal schön Schaden gemacht. War sehr ärgerlich, dass ich da halt eben nochmal draufgegangen bin. Und ansonsten, ich glaube, ich hätte ihn mehr im Gesicht angreifen sollen. Während ich eben auch die, die Fiolen hatte, damit wir ihn schneller betäuben. Aber ich habe das Gefühl, dass er relativ resistent dagegen ist, oder? Gut, okay, jetzt bei dem Betäubungsschaden habe ich ihn, glaube ich, nicht häufig getroffen. Oh, wow, ziemlich viel Lebensfluid. Sehr schön. Da habe ich ihn, glaube ich, nicht häufig getroffen. Aber, ja, so generell. Also gelähmt habe ich ihn auf jeden Fall nicht bekommen. Oh, wow. Okay, das war sogar eine Silberkrone im Großen. Blob Level 10, okay. Anti-Monster-Mine. Und einiges an anderen Sachen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal reingucken bei den Katzen. Das sieht doch spannend aus, was sie da alles bekommen haben. Werden wir auf jeden Fall auch tun. Aber ja, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Deswegen soll es das für heute auch wieder gewesen sein. Tut mir jetzt echt leid. Wir haben jetzt bloß den Nibelsen aufgemacht und der lief gerade nicht so super. Aber ich verspreche, dass es das nächste Mal dann wieder ein bisschen länger ist und dass es dann hoffentlich auch besser klappt. Vielleicht gehen wir das nächste Mal wirklich direkt das Bealit an, weil, ja, die Monster werden nicht einfacher. Und auch wenn wir sie besser treffen werden können als den Nibelsnarf, halten sie trotzdem viel aus. Und ich meine, das ist der Low-Rank, da können wir ja trotzdem noch relativ schnell durch. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, das nächste Mal wird dann relativ zielstrebig die nächste Waffe gemacht, wo wir das Bealit-Erz brauchen. Und dann sollten wir da auch mit grüner Schärfe ganz gut dabei sein, weil das war so der Punkt, der uns wirklich auch meistens das Genick gebrochen hat. Gut, also dann würde ich für heute auch wieder beenden und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Generations Ultimate. Also dann, ciao!